Herzlich willkommen bei Löw TV. Mein Name ist Nina Krämer. Ich bin heute in Baden-Baden im Wohnzimmer in der Villa in der Quetticstraße gemeinsam mit der Oberbürgermeisterin der Stadt, Frau Margret Mergen, und Herrn Professor Löw vom European Heritage Projekt. Frau Mergen, vor einiger Zeit hat sich die Stadt Baden-Baden gemeinsam mit 10 weiteren europäischen Kurstädten um den Status als UNESCO-Weltkulturerbe beworben. Können Sie uns da Informationen geben, wie der Stand der Dinge ist? Ja, sehr gerne, liebe Frau Krämer. In der Tat, wir sind 11 Städte aus 7 Ländern in Europa, die den Wunsch haben, die typische Bäderstadt des 19. Jahrhunderts in den Fokus zu rücken. Wir haben gemeinsame Parallelen und haben uns schon vor einigen Jahren auf den Weg gemacht, dieses Thema bei der UNESCO zu platzieren. Die Bewerbung wurde vor 2 Jahren abgegeben. Durch Corona hat das Welterbekomitee im letzten Jahr noch nicht darüber entscheiden können, aber wir sind eigentlich sehr überzeugt, dass die Wurzeln unserer 11 Städte es wert sind, ein Welterbe zu sein im Rahmen der UNESCO. Wir haben hierzu auch Material und Informationen, auch auf der Homepage, und ich lade Sie gerne ein, schauen Sie mal rein und lassen Sie sich verführen in die typische Bäderstadt des 19. Jahrhunderts. Sehr gerne. Herr Professor Löw, auch Sie haben im Rahmen des European Heritage Projektes relativ viele Berührungspunkte mit dem UNESCO-Weltkulturerbe. Das stimmt. Wir sind bei einer ganzen Reihe von Baudenkmälern in diesem Schutz dieses Programmes. Das liegt vor allen Dingen daran, weil dieser Schutz auch gerne auf Ensemble ausgestreckt wird. Wir sind mit unserem Stadtpalais in Wien am Judenplatz, in dem Stadtensemble Wiener Altstadt. Wir sind mit den 2 Palazzi in Wien in dem Kulturensemble Schutz drin. Und das Gleiche gilt auch für unser Hospiz, den alten Ritterpalast auf Malta. Und in Südafrika, da gibt es eben noch so eine kleine Sonderentwicklung. Wir haben ja dort dieses alte Weingut von 1696 Vernöcht in der Kapprovinz. Und die Regierung der Kapprovinz hat tatsächlich jetzt uns alleine als Weltkulturerbe vorgeschlagen. Also wir starten wohl gerade den Prozess, weil es eben eines dieser ganz alten oder fast das älteste Weingut auf dem südlichen Afrika ist. Und insofern haben wir tatsächlich viele Berührungspunkte. Ich würde mich natürlich freuen, wenn wir noch einige Berührungspunkte hier in Baden-Baden dazu bekommen würden. Und inwieweit engagiert sich das European Heritage Projekt bereits in Baden-Baden? Wir haben eine ganze Reihe von alten Stadtvillen oder Geschäftshäusern in der Altstadt erworben. Der Hintergrund war der, dass wir nach unserer Satzung uns immer Baudenkmäler aussuchen, wenn die sich in einer schwierigen Situation befunden haben. Und dort gab es eben einige, die entweder leer standen oder doch sehr, sehr baufällig waren. Und ich glaube, inzwischen haben wir über 10 solcher Baudenkmäler erworben. Einige, wir sitzen ja gerade auch in einem, einige sind auch schon fertiggestellt, andere sind zurzeit noch in der Sanierungsphase und bei einigen soll die Sanierungsphase erst losgehen. Mhm. Vielen Dank. Frau Mergen, wie sehen Sie das Engagement des European Heritage Projektes in der Stadt Baden-Baden? Ich bin sehr erfreut über dieses Engagement, denn in der Tat, Herr Professor Löw hat diese Immobilien in einem Zustand erworben, der teilweise wirklich schon bedauernswert war, und hat sich sofort daran gemacht, eine denkmalgerechte Sanierung auch wirklich vorzunehmen. Und es ist im Werden. Ich schaue jeden Tag auf dem Weg zum Rathaus, komme ich an einigen dieser Gebäude vorbei, und ich bin hoch erfreut zu sehen, auch mit welchem Fingerspitzengefühl, mit welcher Fachkenntnis und mit welcher Liebe auch zu dieser Baukultur diese Häuser wieder renoviert werden, instand gesetzt werden. Und das sind sehr prägende Immobilien für unsere Stadtgeschichte und damit viele kleine Perlen in der Kette zum UNESCO-Welterbe. Herr Professor Löw, Frau Mergen sagte eben gerade, es ist im Werden. Können Sie uns ein paar Informationen dazu geben, wie der aktuelle Baufortschritt in den einzelnen Objekten, wie weit die Arbeiten da fortgeschritten sind? Gut, also einige sind ja fertiggestellt, also hier gerade die Quetticstraße. Dann, was ja auch ein wichtiges Gebäude ist, ist die Polizeidirektion, die ehemalige, eigentlich das großherzogliche Amtshaus.
Großherzogliches Amtshaus. Das versteht man vielleicht falsch, bloß das kleine Großherzogtum hatte praktisch seine Ministerien in diesem Gebäude untergebracht und dort einen relativ repräsentablen Bau am Ende der Sophienstraße erstellt. Dann sind wir fertig geworden in der Maria-Victoria-Straße, am Anfang der Maria-Victoria-Straße, eines der ältesten Zinshäuser, also ein Haus, das von vornherein zur Vermietung um 1850 vorgesehen war. Ich glaube, das haben wir eigentlich ganz schön hingekriegt. Jetzt im Augenblick laufen Bauarbeiten in der Langenstraße im hinteren Teil. Dort gab es mal ein ehemaliges Hotel, der Deutsche Hof. Das Gebäude ist dann im Wesentlichen nach dem Krieg zu einem Zinshaus umgebaut worden, war ziemlich verwahrlost. Und da geht es jetzt darum, dieses Gebäude wieder herzurichten. Denn es steht auch an einem Platz, der für die Stadt wohl ganz wichtig ist. Denn ich habe gehört, sie wollen auch den ganzen Platz ein wenig aufwerten, weil es ist so ein bisschen das Entree nach Baden-Baden. Da geht dann die Fußgängerzone los, dort geht die Lichtenthaler Allee los. Ist also so der erste Eindruck, wenn man in die Stadt kommt. Und dort haben wir gesagt, möchten wir eben auch einen Beitrag leisten. Im Augenblick laufen die Fassadenarbeiten, also werden neue Fenster eingesetzt, die sich wieder an dem historischen Vorbild orientieren. Die Fassade wird neu gemacht, aber auch das ganze Haus wird renoviert. Dann haben wir noch laufende Arbeiten am Sonnenplatz. Das ist ein an sich auch historisch sehr interessantes Gebäude, auch mit einer jüdischen Vorgeschichte. Und das ist vor einigen Jahren eben doch den Raub der Flammen geworden. Und jetzt geht es darum, das Ganze wieder aufzubauen und zu sanieren. Ich hoffe, dass wir in den nächsten wenigen Monaten endlich fertig werden. Durch Corona und so gab es doch die ein oder andere Verzögerung. Und anstehen tut jetzt als nächste Bauarbeiten vor allen Dingen die Kettenbrücke, in der Hoffnung, dass wir da jetzt loslegen können. Das ist nun mal, da ist die Dringlichkeit relativ groß. Es ist auch viel Vandalismus, leerstehende Häuser werden halt gerne genommen, dass man dort irgendwas macht. Und wir haben jetzt gerade erworben ein Haus in der Gernsbacher Straße, dort, wo die Lange Straße drauf trifft, auch ein sehr schönes, das aber jetzt doch jahrelang praktisch zum großen Teil leer stand. Es gibt eine Witwe, die jetzt eben ins betreute Wohnen umzieht und das ansonsten weitgehend leerstehende Haus dann auch verlässt. Und dort würden wir auch gerne demnächst mit den Arbeiten anfangen. Also Sie sehen, langweilig wird es uns nicht. Frau Mergen, wenn Sie einen Wunsch an das European Heritage Project hätten, was wäre das oder gäbe es da etwas? Ja, ich würde mich sehr freuen, wenn wir auch den Status des UNESCO-Welterbes bekommen, dass wir dann gemeinsam vielleicht auch im Rahmen einer Informationsstelle, einer Anlaufstelle, eines Infozentrums die eigene Bevölkerung, aber auch die Menschen aus nah und fern, die vielen Gäste, die immer nach Baden-Baden kommen, mitnehmen, eintauchen lassen in unsere Geschichte und damit auch in die Baugeschichte und, was ich immer ganz spannend finde, auch die Geschichten der Menschen, die diese Gebäude errichtet haben oder eine Zeit lang bewohnt haben. Denn das ist eigentlich das, was unsere Stadt auch so lebendig macht. Eine Stadt, die Geschichten erzählt und sagt, es gibt nicht nur das Heute, Jetzt und Hier, sondern es fußt auf Entwicklung, auf Veränderung und dieses zu erspüren und zu entdecken und das vielleicht auch mit modernen Methoden und Medien, das wäre sicherlich ein schönes Projekt und da würde ich mich freuen, wenn wir da schön zusammenarbeiten könnten. Okay. Ist denn von Seiten der Stadt etwas geplant, sofern der Status von der UNESCO gewährt werden sollte? Wir hoffen sehr, dass die Entscheidung in diesem Sommer fallen wird. Es ist nach wie vor vorgesehen, dass die Entscheidung des Weltkomitees in China gefällt werden soll. Die haben dann inzwischen ja die Anträge vom letzten Jahr und von diesem Jahr, haben also viel zu tun. Wir wissen noch nicht genau, ob es wirklich stattfinden wird, weil Corona da doch einige Unwägbarkeiten mit sich bringt. Wenn dem so wäre, würden wir tatsächlich dann anschließend auch hier öffentlich das bekannt machen, vielleicht auch mit Programm und Musik unterlegen, auch die verschiedenen Städte zuschalten, meine Kolleginnen und Kollegen aus den anderen 10 Städten, um auch eine Begeisterung auszulösen. Vor allem bei der eigenen Bevölkerung, denn so etwas soll ja auch leben. Es ist ja nicht nur ein Zertifikat, was irgendwo im Rathaus hängt, sondern ein Welterbe zu sein, ist auch eine Verpflichtung. Und die Verpflichtung soll aber nicht als Pflicht, sondern als Freude empfunden werden.
dass die Menschen stolz sind auf die tollen Immobilien in Baden-Baden und sich diese auch annehmen und auch so schön wieder herrichten, wie das auch Herr Professor Löw mit diesen Gebäuden macht. Das klingt sehr spannend, dann drücke ich Ihnen da gerne die Daumen. Dann bedanke ich mich bei Ihnen beiden für Ihre Zeit und für das Gespräch. Herzlichen Dank, Frau Krämer. Danke. Ich hoffe, dass unser kurzes Gespräch mit Oberbürgermeisterin Margret Mergen und Professor Löw auch für Sie informativ war und bedanke mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.